Herzlich willkommen zum Katharina Kasper Gesundheitspodcast, heute zum Thema Schilddrüsenknoten. Ich habe mal ein kleines Modell mitgebracht, damit Sie besser sehen können, wo die Schilddrüse genau sitzt. Das ist dieses kleine Organ hier, das direkt unter dem Schildknorpel, also unter dem Kehlkopf, links und rechts vor der Luftröhre sitzt. Fast jeder dritte Erwachsene in Deutschland bekommt irgendwann im Laufe seines Lebens Probleme mit der Schilddrüse, sei es in Form von einer Über- oder Unterfunktion oder in Form von Strukturveränderungen, also Schilddrüsenknoten. Bei mir ist Dr. Nader Halal. Er ist Oberarzt der chirurgischen Abteilung und Leiter des Zentrums für Schilddrüsenerkrankungen am Dreifaltigkeitskrankenhaus in Wesseling. Schön, dass Sie dabei sind. Ich freue mich, dass ich hier dabei sein darf. Warum ist die Schilddrüse ein so wichtiges Organ für unseren Körper? Ja, die Schilddrüse ist zwar ein kleines Organ, ist aber ein hormonbildendes Organ, was den gesamten Körper und den gesamten Stoffwechsel beeinflusst. Es produziert die Schilddrüsenhormone T3 und D4 und diese beeinflussen sowohl das Wachstum und die Gehirnaktivität bei kleinen Kindern, es beeinflusst das Herz- und Kreislaufsystem, es beeinflusst das Verdauungssystem, es ist wichtig für den Energieverbrauch des Körpers, es beeinflusst die Körperwärme, den Mineralstoff- und Wasserhaushalt des Organismus. Es hat sogar Einfluss auf die Psyche und das seelische Wohlbefinden des Körpers und beeinflusst sogar die Sexualität und die Fruchtbarkeit. Was sind denn Symptome, die darauf hindeuten können, dass man ein Problem mit der Schilddrüse haben könnte? Ja, es ist eine Vielfalt an Symptomen, die auf eine Veränderung oder Funktionsstörung der Schilddrüse deuten können. Dazu gehören innere Unruhe, Schweißausbrüche, Agitiertheit, eine schnellere Reizbarkeit, aber auch eine Gewichtszunahme, Konzentrationsstörung. Es können auch Haarausfall auf eine Schilddrüsenunterfunktion hindeuten zum Beispiel. Würden Sie denn empfehlen, wenn man eins davon hat, dass man zum Arzt gehen sollte, um zu sagen, es könnte ein Schilddrüsenproblem sein? Es ist zumindest als ein Warnhinweis zu deuten und man sollte bei solchen Symptomen immer einen Arzt aufsuchen, um zu schauen, ob wirklich die Schilddrüse ursächlich dafür ist oder doch eine andere Erkrankung. Besteht auch die Möglichkeit, dass die genannten Symptome alle gleichzeitig oder in Kombination auftreten? Ja, ein Symptomkomplex kann auch vorhanden sein. Das heißt, sowohl die innere Unruhe als auch der Schlafmangel oder die Konzentrationsstörung und gleichzeitige Gewichtszunahme zum Beispiel. Diese Symptomkomplexe sind auch häufig. Ja, und geben erste Anzeichen für eine funktionelle Schilddrüsenerkrankung. Also es ist wirklich ein sehr weites Feld, was da beeinflusst sein kann. Kein Wunder, dass man auch gar nicht so genau sagen kann, ob das die Schilddrüse ist oder nicht am Ende, wenn man als Patient irgendwelche Probleme hat. Welche Arten von Schilddrüsenknoten, das ist ja heute unser Thema, gibt es denn? Die Schilddrüsenknoten, man unterscheidet die heißen und die kalten Knoten an der Schilddrüse. Bei den heißen Knoten wird zu viel an den Schilddrüsenhormonen produziert. Bei den kalten Knoten ist das Gewebe inaktiv. Es können sich einfach Regeneratknoten oder Kolloidknoten dahinter verbergen. Es können sich Zysten, also Hohlräume, die flüssigkeitsgefüllt sich dahinter verstecken oder auch tumorartige Zellen, die an den Stoffwechsel kein teilnehmen. Heiß und kalt ist aber nichts, was man selber spüren kann, oder? Das ist eher eine scintigraphische Diagnose, die der Nuklearmediziner erstellt, indem er einfach die Stoffwechsellage in diesen Knoten misst. Wie können diese Knoten entstehen? Allgemein wissend ist so, dass durch Jodmangel zu einem Wachstum der Schilddrüse kommt, durch stetiges Stimulieren der Schilddrüse, damit sie halt Hormone produziert. Und durch diese stetige Stimulation wächst die Schilddrüse unkontrolliert und dadurch können halt diese Knoten auftreten. Es wird aber auch diskutiert, ob genetische Dispositionen oder auch individuelle Dispositionen eine Rolle spielen. Es ist aber unabhängig vom Alter tatsächlich, ne? Man kann nicht sagen, das betrifft nur ältere Leute. Das stimmt, ja. Also in jedem Alter können Schilddrüsenknoten, also auch Kinder können Schilddrüsenknoten haben, aber auch sehr
ältere Menschen können Schilddrüsenknoten haben. Knoten allgemein wachsen sehr langsam, so dass die auch in jedem Alter zu finden sind. Man weiß nur, dass im Alter die Häufigkeit eher zunimmt. Oder man merkt sie dann erst. Oder man, ne? Genau. Kann man aber sagen, wer da eher ein Risiko trägt, solche Knoten zu bekommen? Man kann nicht sagen, die eine Person kriegt das oder die andere Person kriegt das. Jeder kann betroffen sein. Es ist wichtig, auf eine jodhaltige Ernährung zu achten, damit solche Schilddrüsenknoten nicht so stark auftreten. Wie gefährlich sind solche Knoten? Die meisten Schilddrüsenknoten sind ungefährlich. Das kann man sagen. Also der geringe Anteil, 1-2% von diesen Knoten, können bösartig werden. 98% sind gutartige Knoten, die man auch entweder beobachten muss oder therapieren muss. Nochmal ganz konkret, wann würden Sie sagen, dann sollte man zum Arzt gehen? Also wir sagen ja, im mittleren Alter sollte man immer eine Vorsorgeuntersuchung machen und diese Vorsorgeuntersuchung sollte immer die Laboruntersuchung der Schilddrüsenhormone beinhalten und auch das Abtasten der Schilddrüse. Man weiß, dass man mehr als die Hälfte der Schilddrüsenknoten allein durch das Abtasten erfassen kann. Mittleres Alter heißt 45 aufwärts? So, ja, auch sogar mit ab 35 sollte man ja gewisse Vorsorgeuntersuchungen machen. Und das sollte halt die Untersuchung der Schilddrüse mit beinhaltet sein. Okay. Wenn da jetzt was gefunden wird, wie geht es dann weiter? Ja, ganz wichtig ist ja die Anamnese, das heißt die Erhebung der Symptome oder die Klagen der Patienten. Dann wird man den Hals abtasten. Man kann erfassen, ob die Schilddrüse vergrößert ist, ob die Schilddrüse derb zu tasten ist oder ob da Knoten zu erfassen sind. Man kann schauen, ob Lymphknoten vergrößert sind am Hals. Dann würde man eine Laboruntersuchung anschließen, schauen, wie die Schilddrüsenhormone und wie das schilddrüsenstimulierende Hormon, was eigentlich in der Hypophyse auch produziert wird, ob das verändert ist oder nicht. Und schließlich kann man noch eine Ultraschalluntersuchung machen, um strukturelle Veränderungen oder die Größe der Schilddrüse zu messen, das Ganze dann als Basisdiagnostik durchführen. Es ist aber nicht immer sofort eine Therapie erforderlich, auch ganz wichtig zu wissen. Eine Therapie ist nicht immer erforderlich, wenn Schilddrüsenknoten asymptomatisch sind, das heißt keine Beschwerden verursachen, die Laborwerte in Ordnung sind, kann lediglich auch eine Verlaufskontrolle erfolgen, die in 6 Monate oder in 12 Monate erst durchgeführt wird. Und sollten aber wirklich gravierende Veränderungen vorhanden sein, wie auffällige Knoten oder eine sehr große Schilddrüse, die eventuell auf die Speiseröhre oder auf die Luftröhre drückt, oder auffällige Laborwerte vorhanden sein im Sinne von Über- oder Unterfunktion, dann wird man behandeln müssen. Welche Formen von Therapien gibt es? Wie sieht so eine Therapie dann aus? Es liegt natürlich an der grundlegenden Erkrankung, die man hat. Wenn man eine Überfunktion hat, das heißt zu viel von den Schilddrüsenhormonen, dann müsste man die Schilddrüsenproduktion blockieren oder bremsen durch ein Medikament. Wenn man kalte Knoten hat, wird man weitere Untersuchungen anstreben, um zu schauen, sind diese Knoten bösartig oder nicht. Wir wissen ja, nur die geringe Anzahl dieser Knoten kann bösartig sein. Wenn man heiße Knoten hat, guckt man, ob diese Knoten stoffwechselaktiv sind, das heißt relevant für den Kreislauf sind oder nicht, dann würde man auch eine Therapie ansetzen. Also je nach der grundlegenden Erkrankung kann man sagen, entweder habe ich eine konservative Therapie im Sinne von Medikamenten oder ich muss noch weitergehen, eine Stufe weiter, und zwar chirurgisch oder alternativ therapieren. Ja. Bei einer lokalen Symptomatik oder autonomen Adenomen, also heißen Knoten, gibt es neuartige Methoden? Eine auch davon hat sich hier in Deutschland etabliert in den letzten Jahren und die bieten Sie auch an. Das ist die Thermoablation als minimalinvasive Behandlung. Sie haben uns da auch ein Modell und so eine Sonde mitgebracht. Wie genau läuft das ab? Genau, die Thermoablation ist ja eine Alternative zu einer Operation. Das heißt, sie ersetzt nicht eine OP, sondern ergänzt das Therapieregime an der Schilddrüse. Das ist eine neuartige Methode und damit kann man Knoten, symptomatische Knoten behandeln, die allerdings keine bösartigen Zellen nachweisen. Sprich,
Voraussetzung müsste man vorher eine weiterführende Diagnostik hinsichtlich Bösartigkeit durchführen, zum Beispiel eine MIBI-Scintigraphie oder eine Feinnadelpunktion, um auszuschließen, dass da bösartige Zellen sind in den Knoten. Erst dann käme diese Methode in Frage. Bei der Methode geht es darum, dass man in lokaler Betäubung direkt vor der Luftröhre einen kleinen Stich macht. Schick ich das hier nochmal rüber? Ja, genau. Das kann man, die Sonde per se ist nur 1,3 mm dick. Es gibt dickere Sonden, die auch gekühlt sind, aber da ist auch die Dicke liegt bei 1,8 mm, also kleiner als eine Kugelschreibermine. Durch eine kleine Inzision an der Haut kann man dann die Nadel einführen. Wir benutzen hier bipolare Radiofrequenzsonden, das heißt, man benutzt hochfrequentes Wechselstrom, was in einem Generator quasi produziert wird und über die Sonde weitergeleitet wird. Und die Sonden haben an der Spitze einen Minus- und einen Pluspol und zwischen diesen zwei Polen läuft der Strom und erzeugt dann die Hitze. Und diese Hitze breitet sich in diesen Knoten aus, ellipsenförmig, und zerstört das Gewebe. Wir wissen, Gewebe, wenn es über 60 Grad erhitzt wird, wird es irreversibel geschädigt. Das heißt, das Gewebe kann sich nicht regenerieren und dadurch stirbt es ab und der Körper baut halt diese abgestorbenen Zellen ab. Somit schrumpft dann der Knoten. Oder wenn wir einen autonomen Adenom, also überaktive Zellen haben, dann werden diese Zellen geschädigt und die Autonomie wäre damit quasi therapiert, ohne dass man zusätzliche Medikamente nehmen muss oder auch groß operieren muss oder ein Narkoserisiko ausgesetzt ist. Auch wahrscheinlich weniger Narbe dann, oder? Die Narbe ist eigentlich gar nicht mehr zu sehen nach einiger Zeit. Ja, am Anfang haben Sie wie einen Stich, ja, der ist erkennbar. Allerdings nach 2-3 Wochen müssen Sie den suchen, ja, den finden Sie nicht mehr. Und es ist eine Behandlung, die auch die Kasse zahlt? Genau, das trägt die Krankenkasse bei einer stationären Behandlung. Der Vorteil dieser Methode ist auch, dass es ambulant durchführbar ist. Allerdings werden dann die Kosten von der Person selbst getragen. Hat man danach größere Probleme? Muss man auf irgendwas Besonderes achten? Es ist eine sehr schmerzarme Therapie, die in lokale Betäubung läuft. Wir empfehlen immer eine lokale Kühlung für 1 bis 2 Stunden. Und das ist auch eine Methode, die man wieder anwenden kann, wenn sich woanders nochmal ein neuer Knoten bildet? Genau so ist es. Es ist eine fokussierte Methode. Das heißt, man kann gezielt bestimmtes Gewebe damit therapieren. Das heißt, gesundes Gewebe bleibt erhalten. Somit muss man hinterher auch keine Medikamente nehmen, nur in den seltenen Fällen. Und man kann diese Therapie wiederholt durchführen in zeitlichen Abständen. Ja. So viel zum Thema Therapie. Leider bilden sich Knoten von alleine nicht zurück. Ne? Das ist sehr schade. Gibt es eine Möglichkeit, von vornherein zu verhindern, dass man so einen Knoten bekommt? Sie hatten das Thema Jodprophylaxe schon angesprochen eingangs. Wenn ich weiß, ich habe vielleicht eine Veranlagung in der Familie oder ja, möchte einfach gar nicht dafür sorgen, dass so ein Knoten bei mir auftritt. Jeder Dritte ist betroffen, das ist also eine sehr hohe Zahl eigentlich. Kann man irgendwas machen vorbeugend? Also gesunde Ernährung ist ja immens wichtig, nicht nur für die Schilddrüse, allgemein ist es immens wichtig. Also die gesunde Ernährung sollte eingehalten werden. Jod findet man ja hauptsächlich in Fisch, Meeresfrüchten oder auch Schalentiere. Man kann es auch in Algen finden, auch in grünes Gemüse ist das so ein geringer Anteil auch vorhanden. Allerdings kann man auch das Jod als Nahrungsergänzungsmittel im Reformhaus sich holen. Man sollte darauf achten, dass man den täglichen Bedarf von etwa 150 bis 200 Mikrogramm einhält, je nach Alter. Im Alter braucht man weniger. Als Kinder braucht man etwa 150, aber im Erwachsenenalter so zwischen 20 und 60 Lebensjahr sind so etwa 200 Mikrogramm pro Tag erforderlich, dass man eine gesunde Schilddrüse behält. Das wäre halt als Prophylaxe darauf zu achten. Ansonsten, wenn man wirklich regelmäßig zur Untersuchung geht, dann kann man frühzeitig erkennen, ob Veränderungen da sind und dann schauen, was man an Therapie benötigt oder was man noch machen kann.
Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch, Herr Dr. Hallal. Und das war er, unser Katharina Kaspar Gesundheitspodcast zum Thema Schilddrüsenknoten. Wenn Sie mehr Gesundheitsthemen wissen möchten, dann freuen wir uns, wenn Sie diesen Kanal abonnieren und sagen bis zum nächsten Mal.